Mit dem Tactics LP verspricht Hallmark eine seiner spektakulärsten Materialentwicklungen der letzten Jahre. Ob diese hohen Erwartungen erfüllt werden, seht ihr bei uns in diesem Video. Tactics LP läuft offiziell unter der Marke Hallmark, wird allerdings über Gewo vertrieben. Preislich ordnet sich der Belag, der made in China ist, regulär knapp unter der 40-Euro-Marke ein. Optisch kommt der Tactics mit zylindrischen, sehr langen, gleichzeitig aber auch relativ breiten Noppen daher. Die Noppenköpfe sind geriffelt und griffig. Die Obergummimischung macht einen elastischen Eindruck. Im Dots-Test zeigt der Belag eine mittlere Geschwindigkeit. Auffällig ist die Tatsache, dass die Noppen kaum auf ankommende Rotation reagieren. Bei den ersten Schlägen gibt sich der Tactics noch relativ unscheinbar, aber im typischen Tischlern-Störspiel schon mal recht heimisch. Doch der brave Anschein trügt. Bereits nach kurzer Eingewöhnung lässt das Gummi erahnen, was es so besonders macht. Dies zeigt sich zum Beispiel im Tischler- und Blockspiel, wo der Tactics einen wirklich enorm flachen Ballabsprung an den Tag legt. Man muss sich am Anfang wirklich dazu zwingen, den Schläger richtig weit zu öffnen. Zugleich aber auch dazu, die Bälle extrem früh zu nehmen. Mit dem Tactics lassen sich die, nämlich quasi direkt im Moment des Auftreffens, auf den Tisch spielen. Teilweise hat man dabei das Gefühl, der Ball würde Tischoberfläche und Belag gleichzeitig berühren. Heraus kommen enorm flache, stark abtauchende Flugbahnen, die einen hohen Störeffekt mit sich bringen. Als Gegenspieler muss man sich hier auf stark trudelnde und stark verspringende Bälle sowie spürbare Rotationswechsel einstellen. Geschwindigkeitsmäßig dämpft der Tactics im Blockspiel relativ gut ein. Es reicht hier meist, den Schläger einfach nur passiv hinzuhalten. Im aktiven Hackblock erzeugt der Belag eine enorme Schnittumkehr. Eine ganz große Stärke zeigt sich dabei im anschließenden Druckschupf. Der Ball kann dabei erneut extrem früh flach übers Netz gedrückt werden und sorgt damit fast immer für einen direkten Punkt. Zudem zeigt sich, dass der Tactics auch aktiv bzw. sogar offensiv eine gute Figur macht. Im geraden, konterartigen Spiel nach vorne erzeugt der Tactics ebenfalls flach abtauchende Bälle, die sich nach wenigen Ballwechseln mit einem unberechenbaren Effekt aufladen und dann für den Gegner eigentlich nicht mehr retournierbar sind. Nebenbei bemerkt, kann die Langnoppe auch mal auf der Vorhandseite für frontale, schussartige Angriffsbälle eingesetzt werden. Diese sind zwar nicht einfach zu spielen, dafür aber immer sehr gefährlich und unangenehm. In der Aufschlagannahme zeigt sich der Tactics durchaus kontrolliert und erneut sehr spin-unempfindlich. Passiv lassen sich sehr kurze Ablagen erzeugen. Aber auch wenn man Aufschläge aktiv beantwortet, ist dies für den Gegner gewiss kein erfreuliches Gefühl. Spitze Winkel, flache, abtauchende Flugbahn, druckvolle Bälle. Der Tactics bietet hier eine breite Palette von Störeigenschaften, die wirklich exzellent sind.
Aus der langen Abwehr heraus produziert der Tactix eine hohe Portion Unterschnitt. Zudem lassen sich die Bälle dabei recht kontrolliert auf den Tisch zurückbefördern. Tendenziell lässt sich der Belag also auch hinterm Tisch ordentlich spielen. Der Tactix LP kann seine ganze Macht unserer Meinung nach insbesondere dann entfalten, wenn man auf spin-orientierte Angriffsspieler trifft. Von daher glauben wir, dass er in unteren Leistungsbereichen nicht ganz so heftig zur Wirkung kommt. Darüber hinaus benötigt diese Langnoppe natürlich auch ein gewisses Händchen, um richtig in Fahrt zu kommen und das gesamte Störpotenzial abrufen zu können. Am Ende hat uns der Tactix LP wirklich etwas sprachlos gemacht. Was Hallmark hier in Sachen Langnoppenstörbelag an den Tisch gebracht hat, ist wirklich beeindruckend. Das Gummi bietet einen enormen Störeffekt, gepaart mit einem enorm flachen Ballabsprung und einer gar nicht mal so schlechten Kontrolle und bietet darüber hinaus eine hohe Variabilität. Ein toller Belag also für alle Störtaktiker.